Und wieder mal gibt es ein alkoholfreies Bier. Das wird ja immer intensiver. Bist du narrisch? Das ist ja wohl geil. In dieser Episode geht es von Davis zum Lago Pretil und dann hinunter nach Dolmin, wo wir am Ufer der Soča bivakieren wollen. Gewitter sind vorhergesagt und starke Regenschauer. So weichen wir nach Nova Gorica aus. Begleiten wir uns on- und offroad am Date Slowenien. Los geht's nach dem Intro. Wieder mal Wörthersee. Es geht wieder los. Diesmal in die andere Richtung. Nach Slowenien zum Tet. Wir sind auf dem Weg nach Komarit über den Reibelpass Passo Pretil. Nach knapp 2 Stunden und 200 Kilometer verlassen wir die Autobahn und sind in Tarvis. Alles gut gegangen. Es war extrem heiß. Temperaturen über 30 Grad. Aber da ist jetzt eine riesige Wolke über uns und es hat, ich schätze mal, 15 Grad weniger. Das ist so angenehm, als ob wir mit Klimaanlage fahren. Wir brauchen nicht rein nach Davis jetzt. Wir fahren nach links Richtung Reibelpass. David? Ja? Fahren wir bis zu dem See? Ja, genau! Und gut, machen wir vielleicht kurz ein bisschen Pause, bevor wir auf. Ja, das machen wir, genau! Jetzt geht's rauf auf dem Passo Pretil. Schöner Pass da. Kleiner Nähe von Davis. Ein paar Kurven. Und es ist wirklich sehr kühl jetzt. Und ich war kaum über der Grenze in Italien. Hat mich schon eine Biene oder Wespen ins Kinn gestochen, weil der Helm offen war. Das tut jetzt richtig angenehm gut. Und der Schmerz nachgelassen hat. Das ist mir noch nie passiert, jetzt fahre ich da schon ein paar Jahre, aber der hat mir noch nie gestochen. Und dann sind wir schon da am Lago Pretil, den erreicht man über die SB76 Richtung Sela Nevea und das Racolanertal nach Chiusa Forte bzw. von Slowenien kommen durch das wunderschöne Soča-Tal. Und das zum Regnen beginnt, kehren wir mal ein. Und wieder mal gibt es ein alkoholfreies Bier. Nur alkoholfrei. Das Gewitter ist vorbei. Und wir reisen weiter. Wir haben da jetzt eine Pause gemacht am Lago Pretil. Und jetzt schaut es gar nicht so schlecht aus, dass wir da über den Pretil-Pass drüber kommen. Im Trockenen. Weil gescheiterweise habe ich mein Regendress daheim lassen, weil der E-Bahn gesagt hat, ja, es ist ein schönes Wetter. Deswegen habe ich gar nichts mit. Was aber eigentlich ein Blödsinn ist, weil so eine Regenjacke und eine Hosen hätte auch noch Platz gehabt. Da ist der See, der schöne. Und jetzt geht es auf den Pass auf. Und jetzt kommen ein paar schöne Kurven und unten glitzert der See ganz golden. Ich mag den Pretil total gern. Bin schon so oft gefahren, zu meiner Anfangszeit noch. Das ist irgendwie ein lässiger Pass. Super Kurven und Kehren und man hat so angenehm die Kurven da und es passt einfach. Boah, da hinten ist ein wildes Wetter, wilde Stimmung. Die letzte Tornante vor dem Pass und da oben sieht man schon die Stellung und da sind wir bereits in Slowenien. Da ist neben ein Bunker und da waren im Ersten Weltkrieg erbitternde Schlachten, die da gefochten wurden und das war wirklich eine wilde Sache. Und da ist jetzt die Grenze nach Slowenien, 150 Meter. Da hinten schaut es nicht sehr schön aus, aber wir fahren ja in die andere Richtung weiter. Passo Pretil, 1156 Meter.
Wir wechseln jetzt da von Italien nach Slowenien. Da vorne der riesige Berg ist der Triglav. Triglav. Triglav heißt es auf Slowenisch. Und da vorne ist auch die nächste Festung. Unser nächster Ort ist jetzt Bovec. Und dann sind es noch ein paar Kilometer. Noch Kobarit. Und da ist die Festung am Passo Pretil, wo die schweren Kämpfe stattgefunden haben. Da fährt man direkt durch die Festung. Ja, da war ich so gemütlich ins Tal vor, erzähle ich euch, was da oben eigentlich los war. Bereits in der Zeit der Römer führte über den Pretilpass eine wichtige Handelsstraße, die Kärnten, Görz und Friaul verband. 1808 begannen die Österreicher hier oben eine Festung, ein Fort zu bauen. Schon 1809 beim Einmarsch Napoleons Armee war diese Festung ein strategisch wichtiger Punkt. Johann Hermann von Hermannsdorf kämpfte hier mit seinen Soldaten bis zum bitteren Ende. Die Franzosen setzten das Fort in Brand und nahmen einen Teil der österreichischen Soldaten in Gefangenschaft. Jene Österreicher, die in der Schlacht gefallen waren, wurden in einem Gemeinschaftsgrab beigesetzt. Das Grab befindet sich in den Gemäuern unterhalb der Straße. 1848 wurde im Auftrag von Kaiser Ferdinand I. ein Denkmal in Form einer Pyramide errichtet. Der gusseiserne verwundete Löwe wurde 1851 hinzugefügt. Das ist also ein nettes kleines Dorf. Hotel Alpine Apartments, da sind die Biker daheim und die Mountainbiker und die ganzen Butler und Wohnmobilfahrer. Ich kenne die Gegend gut, ich war schon oft da, aber mir gefällt sie jedes Mal aufs Neue, ich weiß auch nicht, es hat irgendwas da. Da ist die nächste gewaltige Festung, die hat das ganze Tal abgeschlossen da und die wurde im 15. Jahrhundert erbaut, um die Türken aufzuhalten, vor Bovec. Richtig arg. Da ist ein bisschen eng. Für die Autos, nicht für die Mopeds. Zuerst wurde die Festung aus Holz erbaut, eben gegen die Türken, und später im 18. Jahrhundert wurde sie aus Stein gebaut, um Napoleon Bonaparte aufzuhalten. Geht die Straßen knapp am Felsen entlang. Kluge. Jetzt waren wir in Bovec, haben wir voll tankt. Wieder aufgefüllt, aber das Wetter gefällt uns nicht. Aber wir fahren trotzdem weiter nach Kobarit jetzt einmal. So ist gerade das Wetter da. Sonne scheint und da hinten ist ordentlich viel schwarz. Und da ziehen schon die Nebelschwaden über die Berghänge. Und das verspricht nichts Gutes. Und da hinten ist ein Doppelregenbogen. Das ist ja geil. Ja, super. Doppelregenbogen in Zaga. Und da rechts, jetzt aufgehen auf den Stol, aber da darf man nicht mehr aufgefahren. Da ist aber der Doppelregenbogen. Das wird immer intensiver. Unglaublich. So intensiv. He? Das Komische da ist, dass da die Bäume schon gelb sind. Wir haben jetzt Mitte August. Warum sind da die Bäume gelb? Es ist mitten im Sommer. Jetzt sind wir angekommen in Tolmin. Jetzt müssen wir nur einen Schlafplatz finden. Da im Wald. Mit der Socha. Oh, da sieht man schon die Socha.
sind wir mitten im Bosa. Bist du narrisch. Das ist ja wohl geil. Jetzt sind wir angekommen an der Socha. Ganz allein sind wir da. Da ist richtig schön. Und ruhig. In Dolmin ist leider jedes Hotel ausgebucht. Es ist das verlängerte Augustwochenende, das berüchtigte, wo alle unterwegs sind, so wie wir auch. Und jetzt weiche ich mir einfach nach Novogoritz aus. Dort gibt es laut Booking.com noch einige Hotels und es ist nur 20 Kilometer entfernt. Jetzt sind wir in Novogoritz angekommen. Es wird schon finster, es ist 8 Uhr am Abend. Und jetzt suchen wir das Hotel, was wir da auf Booking.com gesehen hätten, die noch Plätze frei haben. Hoffentlich. Da war ja noch nie. Statt Camping am Isonzo ist es das 3-Stern-Hotel Sabodin geworden. Und jetzt gibt's Kalamari Fritti zum Abendessen, weil weit zu mehr ist es ja nicht mehr. Ja, morgen geht's weiter zur Burg Riehenberg, die mächtige Bastion zwischen dem Vipava-Tal und dem Karst. Dann weiter zum San Servolo Castle. Von dort hat man einen super Ausblick hinunter nach Triest, eine riesige Hafenstadt. Und unser Endziel ist die Kirche des heiligen Hieronymus. Dort übernachten wir im Freien, nehmen Wald, der Roland in der Hängematte, ich in meinem kleinen Biwak mit Moskitonetz. Wir genießen diesen herrlichen Sonnenuntergang und am nächsten Tag geht es durch herrliche Landschaften weiter Richtung Süden. Danke fürs Reinschauen und Baba!